Was geht ab, Mann und Sie weiter? Osaru hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Da zeigt er schon auf uns unser dreifacher Gotenks. Und zwar werden wir heute sein Event machen, die neueste Stage von ihm. Wir wissen, er hat eine zweite Stage hinzubekommen auf Super 2. Schauen wir uns auf jeden Fall erstmal, wie immer, erstmal die Informationen der Stage an. Was erwartet uns denn? Und zwar Stage 3 wird das Ganze so sein: als Gotenks. Charge up Gotenks, genau, reduce the resist damage, make sure to be on your guard. Also, Gotenks an sich, wenn wir gegen ihn kämpfen, gegen Dreifachen, bekommen wirklich sehr, sehr wenig Schaden. Die Charaktere SR oder höher, Piccolo und Buu Super, reduzieren hierbei seinen Damage Reduction, also er macht gegen uns weniger Schaden, beziehungsweise machen ihr dann gegen ihn mehr Schaden und ja, hier steht's dann. Unser Schaden wird gegen ihn erhöht, beziehungsweise nicht unser, sondern wirklich nur Piccolo SR oder höher, jeder Piccolo SR oder höher oder jeder Buu Super macht gegen ihn Schaden. In der dritten Stage wird er auch noch hin und her variieren zwischen seinen Formen, werden wir aber gleich sehen, was da abgeht. Und genau, er hat wirklich eine Damage Reduction Skill, das müssen wir aufpassen. Und die Sache ist eben die Sache ist wirklich die. So sieht die Stage aus. Und zwar kämpfen wir zuerst gegen Super Guild, Super Physisch, das ist Goten und Trunks. Dann gegen Super Saiyan 3 Gotenks und dann in der dritten Phase, in der letzten Phase, gegen den Dokkan erweckten Super Saiyan 3 Gotenks, wobei er dann zwischen seinen Typen hin und her wechselt. Das ist quasi wirklich fast identisch wie zum Tech Gotenks, das Event. Nur, dass es andere Charaktere sind. Die Sache ist hierbei die, worauf ich hinaus wollte: gegen Gotenks werden wir wirklich sehr wenig Schaden machen. Das ist Gotenks-like einfach. Und nur Piccolo und Buu Super werden gegen ihn Schaden machen. In Sachen Team, wie wird das Ganze jetzt aussehen? Natürlich könnte man sich ein Team bauen jetzt, wo sich um Piccolo und Buu dreht. Weil Piccolo würde ich LR Piccolo quasi nennen, ist aber In-Type, ist nicht so besonders eigentlich. Er macht zwar Schaden, aber ein Team mit Gogeta ist auf jeden Fall machbar, aber nicht das beste Team, würde ich sagen. Weil wir müssen auch bedenken, dass er zwischen den Typen wechselt. Das werden wir gleich im Kampf sehen. Wenn wir mit Strength Team reingehen, dann haben wir zwar Typenvorteil, aber hier machen wir wenig Schaden gegen ihn und eher in den anderen Phasen machen wir Schaden. Und dann kämpfen wir gegen Egilti oder Strength-Type. Heißt, wir hätten einen von beiden Typen Nachteil. Könnte man trotzdem machen. Mit Crits und so weiter und so fort. Aber wäre nicht ideal. Worauf jetzt letztendlich hinaus will, Leute, ist das, was ich euch meinte. Das, was ich sagte. Das, was ich euch zu Herzen legen wollte. Kategorie-Teams. Wenn ihr einen der Kategorie-Teams, ein vollständiges Fusion- oder Shadow-Dragon-Kategorie-Team habt, dann ist das GG. Ihr schafft das Event locker. Und deswegen werden wir das heute mit dem Kategorie-Team auf jeden Fall machen. Jedes andere 120 Nougat-Team geht auf jeden Fall auch. LR-Team auch. So ist es nicht, aber wir machen es mit Kategorie-Team gleich, damit ihr auch seht, was ich damit meine. Gut, wir brauchen 77 Medaillen, das sind neue Gotenks-Medaillen von Stage 3, um den Gotenks zu erwecken. Zudem hat der Agility Gotenks noch ein Awakening bekommen, für ihn sind es 35 Medaillen und für den Strength ebenfalls 35 Medaillen. Was können sie? Er wird zum Super Saiyan, ist nice, bekommt 15% pro Ki, den er einsammelt. Und er bekommt 70% immer am Anfang der Runde und weitere 23% quasi, er kommt auf 100%, wenn er der Erste in der Runde ist, der angreift. Gleich mal so schlecht. Okay, machen wir das Event. Wie gesagt, wir nehmen ein Shadow Dragon Team, Kategorie Team, weil wirklich Leute, egal welches Kategorie Team, wenn ihr ein Kategorie Team bauen könnt, ein komplettes, so wie das hier, dann ist GG. Mein Trunks, warum ist er nicht unerweckt? Ah, okay, fehlt noch ein Essay, egal, lass mal so. Wahrscheinlich ziehe ich so oder so noch. Vielleicht in Zukunft oder so noch eine Chance. Macht nichts, dass er unerweckt ist. Macht nichts. Schafft man auch so. Let's go. Immer Key einsammeln, auf jeden Fall. Also, für diejenigen, die sich wundern, ich habe ihn reversed. Er war erweckt, weil ich viele von den Agility Chunks gezogen habe. Wegen Majin Vegeta, als wir das Summon gemacht haben. Und die habe ich halt für seine Super Deck benutzt. Deswegen ist er unerweckt. Macht aber nichts. Sorry. Okay. Alles klar, die erste Runde. Die erste Runde sieht so aus. Wir kämpfen, wie gesagt, gegen Goten und Trunks. Rotation kann eigentlich so bleiben. Ich muss eigentlich nichts anderes machen, als wirklich stur drauf zu gehen. Und schon ist die Sache wirklich regelrecht GG, Leute. Egal mit welchem Kategorie-Team. Und das ist halt das, was ich meinte. Dass wenn ihr ein komplettes Kategorie-Team momentan bauen könnt, dann müsst ihr nicht unbedingt für die Neo-Guard-Leader summonen. Aber, also objektiv gesehen, Leute, weil ihr wirklich auch mit dem Kategorie-Team durchkommt, wirklich sehr lange. Was ich damit sagen will, verschwendet nicht eure Stones unnötig, sondern teilt sie euch richtig auf. Aber der Gotenks-Spinner ist halt wirklich ein Burner. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das haben sie sehr, 3,9 Millionen, ihr seht den Schaden.
Das haben sie wirklich sehr, sehr schlau gemacht. Warum? Sie haben 3 Neo-Guard-Leader in seinen Banner reingepackt. Gotenks, 4-facher Goku und 3-facher Goku. Das ist insane, der Banner ist brutal. Rotation im Shadow Dragon Team bleibt ganz klar. Omega-Shenlong mit Sin-Shenlong. Und in der anderen, 4-facher Vegeta mit 4-facher Gogeta. Genau. Deswegen verstehe ich euch, wenn ihr das summt. Klar, ihr könnt ruhig summen, so ist es nicht. Aber mein persönliches, bei mir persönlich ist halt, ich bräuchte aus dem Banner wirklich nur den neuen Gotenks. Und deswegen wäre ich da so gesehen. Ich habe ein Sum-Video rausgehauen. Ein paar Things haben rausgehauen. Ich sag's mal so, wer es gesehen hat, kann sich gerne angucken. Aber ich werde jetzt nicht viel mehr darin investieren. Weil ihr seht, dieses Team, ich klicke ein paar Mal durch, ich bin fast durch. Und aus dem Banner fehlt mir eben nur Gotenks. Und deswegen, Leute, worauf ich hinaus will, letztendlich. Ich bräuchte nur den Gotenks und deswegen mache ich da immer Sing Sum. Wenn ich 5 zusammen bekomme, hau ich Sing Sum raus. Aber Leute. Ihr seht schon, wir reden nebenbei ganz cool und wir dürfen nicht vergessen, wir sind beim allerneuesten Event. Allerneuesten Event von der Meta, von Dokkan Battle. Und mit einem Kategorie-Team klickt man da sich einfach durch. Regelrecht durch. Nur, genau hier. Wir haben gesehen, wir machen keinen Schaden und das ist das. In dieser Runde machen wir tatsächlich wirklich sehr, sehr bis überhaupt keinen Schaden gegen Gotenks. Nur Piccolo und Super Buu in dem Fall. Man kann sich im Team um sie herum bauen, aber nicht zwingend. Denn wenn er sich transformiert, in die anderen Transform geht, in die anderen Verwandlungen sehen wir gleich, nach 3 Charges noch, wir haben 6 Charges, also nach 2 Runden, dann machen wir gegen ihn mehr Schaden, deutlich mehr Schaden. Nur in dieser Runde ist er sehr tanky, das merken wir auch. Deswegen, ja, wäre es gut, wenn ihr mit eurem Team diese Runde übersteht, mit viel Leben und in den anderen Runden Schaden raushauen könnt. Und das könnt ihr mit Kategorie-Teams wirklich erste Sahne, ohne Probleme. 90.000, okay. Das ist schon ein guter Schaden auf jeden Fall. Omega-Shenlong! Aber ja, wir machen noch überhaupt keinen Schaden. Ist normal. Weil er wirklich sehr tanky ist. Wegen seiner Passive von Event. Damage Reduction Skill. Aber dann, ihr seht, oben links steht dran, unter seinem Bild. Remaining Charges 0 heißt, nach diesem Angriffen geht der in eine andere Form. Entweder in Strength Form oder er geht die Form Super Saiyan. Und was wird es? Er geht in Strength Form. Okay, alles klar. Und in den anderen beiden Formen machen wir halt wirklich deutlich mehr Schaden gegen ihn. Das werden wir jetzt sehen, Leute. Das werden wir jetzt merken. Wie gesagt, bam. FIFA, Gogeta und Vegeta in einer Rotation. Und Omega-Shenlong sind schon in der anderen. Sie linken sich sehr, sehr gut. Und schauen wir, was hier abgeht mit dem Schaden. Na klar, machen wir nicht unseren vollen Schaden. Sein Links ist immer noch aktiviert. Aber deutlich mehr als gegen den Dreifachen. Ja. GG. Willkommen Kategorie-Teams, willkommen Kategorie-Teams, das ist mein, Leute, das ist unser Luxus. Das ist unser Luxus in Global, dass die Kategorie-Teams schon so früh rauskamen, Leute. Deswegen, wirklich, ich sehe es an Herzen legen, betrachtsobjektiv. Wenn ihr eins der Kategorie-Teams habt, dann könnt ihr in Zukunft eure Stones wirklich sparen und müsst nicht in jedem Banner tausende Stones ausgeben. Also ist natürlich übertrieben tausend, aber ich meine, ihr müsst nicht so viel ausgeben. Es sei denn, ihr persönliche Gründe, ihr wollt unbedingt den einen Charakter, dann zieht ruhig. Und der Banner jetzt von Gotenks ist halt wirklich insane, da kann man nichts sagen. Na Leute, das war's im Prinzip fürs Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like, wenn ihr neu seid, abonniert mich. Schaut auf meine Social Media Kanäle vorbei, alle Links in der Beschreibung. Ich wünsche euch schöne Zeiten und wir sehen uns dann im nächsten Video. Peace!